I think everybody here and who's come here, and people have come from various diverse backgrounds, all believe in the idea of exposé. You're told often that, especially if you have had a certain view of 9/11, or if you had a certain view of the Kennedy assassination or the King assassination and so on, that it doesn't matter, even if what you're saying were true, nothing's going to be done about it. What we're going to do now is we're going to present to you, and you'll be seeing it on the screen, a poem by the poet Friedrich Schiller. It's called The Cranes of Ibycus. And I mentioned that Jeff's presentation. It's called The Erinyes Principle. And this refers to the Furies, in Greek myth. And I want to just quote to you something, and I think it'll be clear why we're going to do this. There's a principle called nemesis. Some people talk about it as what goes around comes around. That's a very banal way of putting it. And the head of the Schiller Institute, Helga LaRouche, did a little statement about this poem. She said, I think that the way that Friedrich Schiller treats nemesis, and he studied it actually in the form of all the great writers of tragedy of Greece, is as the idea that if you put guilt on yourself, you invite a higher lawfulness to strike you down. You cannot violate the order of creation without that happening, sooner or later. It's not like an instantaneous response, but sooner or later, it comes. Civilizations which have violated the order of creation over longer periods of time bring doom upon themselves. Which is why, if we don't correct the present situation, the idea, for example, of mankind shrinking to a billion or half a billion people is an imminent, visible possibility that one can see on the horizon. Why? Because we are violating the laws of the universe in the present political order. Schiller worked on this again and again, but I think that the most beautiful, coherent, powerful way is his poem, The Cranes of Ibycus. Here he has the murder of a poet, Ibycus. And as the poet is murdered, cranes fly overhead. And Ibycus says, if there is no one to avenge my murder, I call upon you cranes to be my vengeance. And then the story unfolds. So what we're going to do, we're going to play you the poem in the German. We're going to show you what the poem says in English. And the idea here is for all of you who may have lost hope or faith, that the idea of exposure and standing for what is true doesn't count. The laws of the universe prove you correct, incorrect in your pessimism and correct in your pursuit of the truth. Bob. Friedrich Schiller, Die Kraniche des Ibycus. Zum Kampf der Wagen und Gesänge, der auf Korinthus Landesenge der Griechen Stämme froh vereint, zog Ibycus, der Götterfreund. Ihm schenkte des Gesanges Gabe, der Lieder süßen Mund Apoll. So wandert er an leichtem Stabe aus Regium, des Gottes voll. Schon winkt auf hohem Bergesrücken Akro-Korinth des Wanderers Blicken, und in Poseidons Fichtenhain tritt er mit frommen Schauder ein. Nichts regt sich um ihn her, nur Schwärme von Kranichen begleiten ihn, die fernhin nach des Südens Wärme im graulichten Geschwader ziehen. Seid mir gegrüßt, befreundete Scharen, die mir zur Seebegleiter waren. Zum guten Zeichen nehme ich euch. Mein Los, es ist dem euren gleich. Von ferner kommen wir gezogen und flehen um ein wirklich Dach. Sei uns der Gastliche gewogen, der von den Fremdling wehrt die Schmach. Und munter fördert er die Schritte und sieht sich in des Waldes mit. Da sperren auf gedrangem Steg zwei Mörder plötzlich seinen Weg. Zum Kampfe muss er sich bereiten, doch bald ermattet sinkt die Hand. Sie hat der Leier zarte Seiten, doch nie des Bogens Kraft gespannt. Er ruft die Menschen an, die Götter,
Sein Flehen dringt zu keinem Retter. Wie weit er auch die Stimme schickt, nichts Lebendes wird hier erblickt. So muss ich hier verlassen sterben, auf fremdem Boden, unbeweint, durch böse Buben Hand verderben, wo auch kein Rächer mehr erscheint. Und schwer getroffen sinkt er nieder, da rauscht der kranische Gefieder. Er hört, schon kann er nichts mehr sehen, die nahen Stimmen furchtbar krähen. Von euch, ihr Kranich dort oben, wenn keine andere Stimme spricht, sei meines Mordes Klag erhoben. Er ruft es und sein Auge bricht. Der nackte Leichnam wird gefunden und bald, obgleich entstellt von Wunden, erkennt der Gastfreund in Korinth die Züge, die ihm teuer sind. Und muss ich dich so wiederfinden? Und hoffte, mit der Fichte Kranz des Sängers Schläfe zu umwinden, bestrahlt von seines Ruhmes Glanz. Und jammernd hören's alle Gäste, versammelt bei Poseidons Feste, ganz Griechenland ergreift der Schmerz, verloren hat ihn jedes Herz. Und stürmend drängt sie zum Brutanen das Volk, es fordert seine Wut, zu rächen des erschlagenen Mahnen, zu sühnen mit des Mörders Blut. Doch wo die Spur, die aus der Menge der Völker flutendem Gedränge, gelocket von der Spiele Pracht, den schwarzen Täter kenntlich macht? Sind's Räuber, die ihn feig erschlagen? Tat's neidisch ein verborgener Feind? Nur Helios vermag's zu sagen, der alles Irdische bescheint. Er geht vielleicht mit frechem Schritte jetzt eben durch der Griechen Mitte, und während ihn die Rache sucht, genießt er seines Frevels Frucht. Auf ihres eigenen Tempels Schwelle trotzt er vielleicht den Göttern, mengt sich dreist in jene Menschenwelle, die dort sich zum Theater drängt. Denn Bank an Bank gedrängend sitzen, es brechen fast der Bühne Stützen, herbeigeströmt von fern und nah, der griechischen Völker wartend da. Dumpf brausend wie des Meeres Wogen, von Menschen wimmelnd wetzt der Bau, in weiter stets geschweiften Bogen, hinauf bis in des Himmels Blau. Wer zählt die Völker, nennt die Namen, die gastlich hier zusammenkamen? Von Theseus Stadt, von Aules Strand, vom Phokis, vom Spartanerland, von Asiens entlegenen Küsten, von allen Inseln kamen sie und horchen von dem Schaugerüste des Chores grauser Melodie, der streng und ernst nach alter Sitte mit langsam abgemessenem Schritte hervortritt aus dem Hintergrund, umwandelnd des Theaters rund. So schreiten keine irdischen Weiber, die zeugete kein sterblich Haus. Es steigt das Riesenmaß der Leiber hoch über Menschliches hinaus. Ein schwarzer Mantel schlägt die Lenden, sie schwingen in entfleischten Händen der Fackel düsterrote Glut, in ihren Wangen fließt kein Blut. Und wo die Haare lieblich flattern, um Menschenstirnen freundlich wehen, da sieht man Schlangen hier und Nattern, die giftgeschwollenen Bäuche blähen. Und schauerlich gedreht im Kreise beginnen sie des Hymnus weise, der durch das Herz zerreißend dringt, die Bande um den Sünder schlingt, Besinnung raubend, herzbetörend schallt der Arinien Gesang, er schallt des Hörers Mark verzehrend und duldet nicht der Leier Klang. Wohl dem, der frei von Schuld und Fehle bewahrt die kindlich reine Seele. Ihm dürfen wir nicht rächend nahen, er wandelt frei des Lebens Bahn. Doch wehe,
Wehe, wer verstohlen des Mordes schwere Tat vollbracht, wir heften uns an seine Sohlen, das furchtbare Geschlecht der Nacht. Und glaubt er fliehen zu entspringen, geflügelt sind wir da, die Schlingen ihm werfend um den flüchtigen Fuß, dass er zu Boden fallen muss. So jagen wir ihn unermatten, versöhnen kann uns keine Reu, ihn fort und fort bis zu den Schatten und geben ihn auch dort nicht frei. So singend tanzen sie den Reigen, und still wie des Todes Schweigen liegt überm ganzen Hause schwer, als ob die Gottheit nahe wär. Und feierlich nach alter Sitte umwandeln des Theaters rund, mit langsam abgemessenem Schritte verschwinden sie im Hintergrund. Und zwischen Trug und Wahrheit schwebelt noch zweifelnd jede Brust und bebet, und huldigt der furchtbaren Macht, die richtend im Verborgenen wacht, die unerforschlich, unergründet des Schicksals dunklen Knäuel flicht, dem tiefen Herzen sich verkündet, doch fliehend vor dem Sonnenlicht. Da hört man auf den höchsten Stufen auf einmal eine Stimme rufen: Sieh da! Sieh da, Timotheus, die Kraniche des Ibikus! Und finster plötzlich wird der Himmel, und über dem Theater hin sieht man im schwärzlichen Gewimmel ein Kranich herüberziehen. Des Ibikus! Der teure Name rührt jede Brust mit neuem Grame, und wie Meere Well auf Well, so läuft's von Mund zu Munde schnell. Des Ibikus, den ihr beweinen, den eine Mörderhand erschlug, was ist's mit dem? Was kann er meinen? Was ist mit diesem Kranichzug? Und lauter immer wird die Frage, und Ahnen fliegt für Blitzesschlage durch alle Herzen. Gebet Acht, das ist der Eumenidenmacht. Der fromme Dichter wird gerochen. Der Mörder bietet selbst sich dar. Ergreift ihn, der das Wort gesprochen, und ihn, an den es gerichtet war. Doch dem war kaum das Wort entfahren, möchte er es im Busen gern bewahren. Umsonst, der schreckenbleiche Mund macht schnell den Schuldbewussten kund. Man reißt und schleppt sie vor den Richter. Die Szene wird zum Tribunal. Und es gestehen die Bösewichter, getroffen von der Rache Strahl. Clarification about the poem from Helga. She says, in letters between Schiller and the poet Goethe, Schiller actually says that the murderers do not reveal themselves because they feel guilty, since they are such evil, evil killers that they don't feel guilt. They don't have conscience. They reveal themselves because of the earlier appearance of the Erinyes, because something totally sublime, something totally eerie has been established, and therefore they lose control, give the secret away, and they are immediately seized and thrown before a tribunal and tried. Now, the same thing in contemporary America. The issue is not that we are going to get people because of their sense of guilt to admit anything. We must be the Erinyes,